persbal na de wedstrijd Dender-Eupen. We praten na met beide trainers, Reggie van Akker van Dender en Stefan Kremer van Eupen. We beginnen natuurlijk met de bezoekers herslichten. Welkom, Herr Kremer. Dank u. Bist du zufrieden van heutige Leistung Ihrer Mannschaft? Also, erstmal guten Abend alle zusammen, auch die, die zugucken. Mit der ersten Halbzeit konnte ich eigentlich ganz gut leben. Wir sind in Führung gegangen, obwohl das ja eigentlich eine abgerutschte Flanke war, wenn man ganz ehrlich ist. Und kein rausgespieltes Tor. Aber wir hatten eigentlich Spielkontrolle und haben. Der Gegner hat ja im 5-4-1 gespielt, Zentrum war zu. Wir haben trotzdem im Zentrum versucht, zu klein zu kombinieren, hatten ein paar Ballverluste. Dadurch konnte der Gegner umschalten, aber da muss ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen. Das haben wir alles wegverteidigt und haben gut mit umgeschaltet. Das war okay. Zweite Halbzeit, dann auch durch die Wechsel, muss ich sagen, war ich nicht mehr zufrieden, weil wir keine Struktur mehr in unserem Spiel hatten, weil wir Umschaltsituationen zugelassen haben. Der Gegner hat eine große Chance gehabt. So um die 80. rum, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wenn da das 1-1 fällt, dann wird das eine ganz knifflige Angelegenheit. Ich finde, der Gegner hat super gemacht, gut verteidigt, nachher auch mutig nach vorne gespielt und alles probiert. Und ich bin froh, weil ich habe diese Pokalspieler, die sind hart umkämpft, das ist immer so. Und ich war auch schon lange Drittligatrainer und wir haben es auch immer geschafft, die großen oder die besseren, höherklassigen Mannschaften ein bisschen zu ärgern. Und das war heute auch so. Wir sind heilfroh, dass wir gewonnen haben. Und es war ein verdammt hartes Stück Arbeit. Und ich bin froh, dass wir gewonnen haben und gratuliere den Kollegen sehr zu seiner Leistung mit seiner Mannschaft. Und wir sind froh, wenn wir nachher im Bus sitzen. Dankeschön. Ja, der Herr Kramer ist tevreden mit der Überwinnung natürlich, aber geeft doch zu, dass es ein lucky goal war. En dat hij niet zo heel tevreden was van het verdere spel van zijn ploeg, de omschakeling. Maar hij gaf ook een compliment aan onze eigen trainer Reggie van Akker met het spel van Dender. Was willst du erreichen im Pokal und Competition? Also, wenn es nach mir geht, wollen wir einen Pokal gewinnen. Also, wenn du an irgendeiner Challenge teilnimmst, willst du die auch gewinnen. Jetzt sind wir eine Runde weitergekommen mit dem nötigen Quäntchen Glück und jetzt gucken wir, wer der nächste Gegner ist und dann versuchen wir ein bisschen besser zu spielen und dann wieder zu gewinnen. Okay, danke schön. Gerne. Herr van Akker. Auf Deutsch, ja. Een bevredigende prestatie tegen toch wel de revelatie in de Jupiler Pro League. Ik denk het wel. Ik denk dat we voor de tweede match op rij hebben wij gekozen om de eerste helft een beetje meer een afwachtende houding en alles goed gesloten, vooral het centrum goed, omdat we weten dat Eupen vooral verticaal de oplossing zoekt. En dat hebben we goed gedaan, maar dan is het spijtig dat je natuurlijk moet verliezen op het einde met een goal die daarna maken ze een prachtige actie en dan is onze keeper goed bij de zak. Maar het is spijtig dat je achterkomt op achterstand komt dus met een lucky goal of ik weet niet of het een center was of ik weet het niet. Dan hebben we de tweede helft toch wel de zaken proberen in handen te nemen. Omdat we voelden, oké, we gaan een kantje bijsteken. En ik vind dat we dan op momenten hele goede voetbal gebracht hebben. Met ook acties naar voren toe. De tegenstander onder druk kunnen zetten. We hebben een prachtige actie met de kans met John. Ik denk dat er een been of een voet tussen zat van de verdediging, kon ik niet zien. Maar ja, oké, dat is dan het spijtige natuurlijk, dat je die wedstrijd moet verliezen. Maar ik kan aan de andere kant toch tevreden zijn over de manier waarop dat ons gepresenteerd werd. Dat is inderdaad een van de revelaties van de kans. Volgende zaterdag thuis tegen Tess. Ook geen gemakkelijke ploeg. Is het de kopjes weer in de juiste richting krijgen of kan je verder bouwen op deze prestatie? Ik denk dat de kopjes al een tijdje in de goede richting staan, in dezelfde richting. Dus dat is geen probleem, maar het is inderdaad, dat is een topmatch. Tenminste ook dat wij de voorbije twee matchen wat gewisseld hebben in die zin om toch in de topper ook fris te zijn en te kunnen presteren.
Omdat ja, we zitten toch wel in een positie dat wij 3 punten van de eerste plaats. En we mogen dat gat niet groter laten worden. Dus is het onze bedoeling om zeker een goede prestatie te leveren en eventueel met punten erin te eindigen. Oké, ik dank beide trainers voor dit.